Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die angekündigte Osterruhe zurückgenommen und sich im Deutschen Bundestag für die verwirrende Situation entschuldigt. Merkel sprach von einem Fehler, Gründonnerstag und Karsamstag zu Ruhetagen zu erklären. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung. Das ist qua Amt so, also auch für die am Montag getroffene Entscheidung zur sogenannten Osterruhe. Gegen die Schließung der Läden am Gründonnerstag und die Absage der Gottesdienste zu Ostern hatte es viel Kritik gegeben. In der Fragestunde räumte Merkel ein, dass die Entscheidung Verunsicherung ausgelöst habe. Das bedauere ich zutiefst. Und dafür bitte ich auch von dieser Stelle noch einmal die Bürgerinnen und Bürger und auch Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, um Verzeihung. Der Oster-Shutdown sei mit bester Absicht entworfen worden, sei aber in vielerlei Hinsicht kurzfristig nicht umsetzbar, so die Bundeskanzlerin. Für ihr Eingeständnis bekam Merkel fraktionsübergreifend Respekt, für die Bund-Länder-Beschlüsse aber gleichzeitig auch viel Gegenwind. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag forderte Merkel auf, die Vertrauensfrage zu stellen. Ihre Fraktion. Da würde ich mal dringend raten und ändere jetzt meine Frage, würde ich mal dringend raten, dass Sie sich von denen und von der SPD die Gewissheit geben, dass Sie das Vertrauen hier im Parlament noch haben. Denn das, was da gerade abläuft, das ist wirklich inakzeptabel. Die Opposition kritisierte in der Fragerunde, wie die neuen Beschlüsse zustande gekommen waren und forderte Konsequenzen. Wann hören Sie endlich auf, zu versuchen, hinter verschlossenen Türen, im ganz kleinen Kreise, mitten in der Nacht, übernächtigt, ohne Rücksprachemöglichkeit mit Praktikern oder mit Menschen, mit Sachverstand, mit den Ministerien, über das Leben von Millionen von Menschen zu entscheiden? Wann legen Sie die Entscheidung zurück in die Hände der Parlamente? Beim Corona-Gipfel wurde der Lockdown bis zum 18. April verlängert. Deutschland befindet sich mitten in der dritten Welle der Pandemie. Laut Robert-Koch-Institut verläuft der Anstieg der Infektionszahlen aktuell ganz deutlich exponentiell. Mitverantwortlich dafür ist die Ausbreitung der britischen Corona-Mutation. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 108.